Die Messe findet auch immer auf dem Gelände des Hauptstadtflughafens statt. Was bedeutet das? Was heißt das für Sie? Denn der normale Flugverkehr wird ja auch weitergehen müssen. Ja, natürlich geht er weiter und das ist ja auch wichtig, dass er weitergeht. Und das beides zusammen zu ermöglichen, ist die Aufgabe von vielen, vielen unserer Kollegen und Kolleginnen. Und ich bin sehr, sehr stolz, wie sie das hinbekommen. Aber es macht uns auch stolz, dass wir Gastgeber sein dürfen von dieser wunderbaren Messe. Die auch viel Krach macht. Warum sollte der Zuschauer herkommen? Es ist, wenn man einmal hier gewesen ist, fragt man das nicht mehr, weil man dann sieht, welche großen Augen auch Kinder machen, Jugendliche machen, wenn sie dann tatsächlich sehen, was eben in der Raumfahrt stattfindet, welche Technologien, an was schon alles gearbeitet wird, wie Forschung und Wirtschaft zusammenarbeiten, um eben das Fliegen auch zukünftig möglich zu machen, emissionsfrei zu machen. Und das ist etwas, was eben toll ist, das hier zu erleben und zu sehen. Sie haben uns auch neugierig gemacht. Wir gehen mal ein bisschen gucken. Wunderbar, dann gehen wir zusammen. Sie haben schon was mitgebracht, wo man rein kann. Ja, das räumen wir jetzt hier auf der ILA aus. Der Spacebus One, deutschen Raumfahrtagentur im DLR, ist ein Programm für Schul- und Jugendprojekte, also Schul- und Jugendprojekte. Und das machen wir für vor allem für 5. und 6. Klasse. Da liegt ein Schulprogramm dahinter. Schulen können sich bewerben. Durchlaufen dieses Programm, was wir Astronautentraining nennen. Und wenn Sie das Programm durchlaufen haben, kommt dann der Bus an Ihre Schule, der Truck. Und dann können Sie quasi einsteigen und mit Matthias Maurer und Alexander Gerst ins All fliegen und einen Raumflug um die Erde bis zum Mond erleben. Dürfen wir schon mal reinschauen? Aber gerne. Also wir sind jetzt hier im Inneren vom Spacebus, vom ersten Deutschen. Und man sieht hier 9 Sitze mit den entsprechenden VR-Brillen. Und wenn die Kinder oder auch die großen Kinder quasi einsteigen, wenn sie dann die Animation sehen, die dann abläuft, die geht ungefähr 15 Minuten 30. Und da nehmen die deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer die Kinder mit ins All und schildern auch ihre Erlebnisse, die sie während ihrer Mission erlebt haben. Und es ist ein relativ lebendiger Flug. Schön, Sie hier wiederzusehen auf der ILA. ILA 2024 hat auch eine ganze Menge zu bieten, aber dass Sie nun die NASA neidisch machen wollen, das war mir neu. Ja, also die neue Mondtrainingsanlage, die wir in Köln bauen, die ist etwas, was selbst NASA nicht zur Verfügung stehen hat. Wir können dort die komplette Mission, also integriert auf der Mondoberfläche üben, trainieren, Prozeduren entwickeln. Und NASA hat diese Elemente nur vereinzelt, aber nicht als Komplettpaket. Und deswegen war ich vor 2 Wochen auch drüben und habe das bei den NASA-Kollegen einmal ordentlich vorgestellt. Hier durch die Ausstellung zu gehen, die wird ja erst aufgebaut, ist sicherlich sehr, sehr spannend. Was empfehlen Sie dem Zuschauer? Was sollte er machen? Was sollte er sich unbedingt anschauen? Ja, also wenn ich mich jetzt in die Rolle des Zuschauers mal versetzen würde, würde ich natürlich alles hier sehen wollen. Weil ja, es gibt jede Menge Spannendes zu entdecken. Das ist einmal die Exploration, was wir Astronauten machen. Aber es gibt natürlich auch die Ariane 6 als Modell zu sehen. Die fliegt jetzt hoffentlich in ein paar Wochen, Monaten. Und dann ist Europa wieder, hat einen eigenen Zugang wieder zum All. Dann sehen wir aber auch ganz spannende Satellitenmissionen um uns herum. Da gibt es Teleskope, die schauen sich Exoplaneten an. Da gibt es andere Missionen, die schützen die Erde, indem sie Kometen und Asteroiden ablenken können. Und dann gibt es auch Satellitenmissionen, die beobachten das Weltraumwetter. Wir hatten jetzt ja vor kurzem ein Himmelsphänomen aufgrund eines Sonnensturms. Und das ist nur der sichtbare Anteil, aber diese Strahlung, die von der Sonne ausgesendet wird, die schädigt ja die ganze Infrastruktur im All. Und da müssen wir auf jeden Fall noch besser werden, noch mehr lernen und uns dafür schützen können. Also es gibt sehr viel hier zu entdecken. Und ich laufe nachher selbst in meiner Freizeit noch mal ein bisschen rum und schau mal, was die Kollegen da alles machen. Neues entsteht und genau auf das schauen wir auch, wenn wir hier auf die Messe gehen. Die ILA bringt die Menschen zusammen, da entsteht viel Neues mit Kunden, aber auch mit wir suchen hier natürlich auch Talente. Und es gibt viele junge Leute, die einfach den Funken und die Inspiration der Luftfahrt hier auf so einer Messe erleben. Deswegen Aufbau passt perfekt. Rolls-Royce, damit kommt ja jeder direkt oder indirekt mal in Verbindung. Und wenn man fliegen will, dann ist das eine ganz spannende Geschichte. Sie haben etwas mitgebracht. Absolut haben wir was mitgebracht. Das ist die Zukunft des Fliegens bei den Whitebodies, wie wir sie nennen. Ein Triebwerk, Ultrafan nennen wir es. Super viel effizienter als das, was man heute macht mit einem Getriebe, was dann im Prinzip noch eine Übersetzung darstellt. Also wirklich die Zukunft des Fliegens. Zukunft des Fliegens kann man sich hier anschauen. Und warum sollte man noch herkommen an den Stand von
Rolls-Royce auf der ILA 2024. Sie werden tolle, motivierte Mitarbeiter sehen, die Ihnen unsere Technik erklären. Sie werden Ankündigungen sehen für zusätzliches Geschäft in der Zukunft. Sie werden neue Technologien sehen, die wir ankündigen für die Zukunft. Ich glaube, es gibt eine Menge von Dingen, warum es sich absolut lohnt, auf die ILA zu kommen und zu uns auf den Stand zu kommen. Wir sind ja hier über die Messe schon gegangen mit der Pressemeute, sage ich mal, und haben uns ein wenig informieren können. Es ist wirklich eine ganze Menge geboten, eigentlich für Groß und Klein. Ja, am Ende bietet die Messe bietet ja verschiedene Bereiche. Einmal natürlich die zivile Luftfahrt als ganz großer Bestandteil dieser Messe. Das Thema Raumfahrt umso wichtiger. Die Raumfahrt ist die größte Raumfahrtmesse überhaupt, das Segment Raumfahrt hier auf der ILA. Dann haben wir das Thema Verteidigung, was natürlich in der heutigen Zeit dann auch wichtiger wird, außer Frage. Das ganze Thema Ausrüstung, Mittelstand, das ganze Thema zukünftiges Fliegen, also das Thema eVTOLs, elektrisches Fliegen, Urban Air Mobility, wie dieses Segment heißt. Am Ende eine ganze Reihe an Themen, die wir hier abbilden. Genau wie Sie sagen, für Groß und Klein. Macht auf jeden Fall Spaß, hier die ILA, die Luft- und Raumfahrt zu genießen, zu schnuppern. Und wir sprechen auch ganz bewusst auch natürlich Fachkräfte an, junge Leute, die sich für die Industrie begeistern und die vielleicht noch nicht genau wissen, was sie denn später mal machen wollen. Ist das hier genau der richtige Ort, um sich mit dieser Industrie näher zu befassen und wirklich anzufassen und zu berühren und mit den Ausstellern hier auch ins Gespräch zu kommen? Ja, in Sachen Lärm hat sich auch eine ganze Menge verändert, in Sachen Lärm bzw. wie man damit umgeht, wie man die Leute mit einbindet, oder? Also wir leben hier auf der ILA ganz klar von Transparenz. Uns ist es sehr wohl bewusst. Die Bevölkerung ist hier belastet. Es gibt die verschiedensten Lärmstationen um den BER herum. Wir passen uns dort an. Wir haben jeden Abend habe ich eine Auswertung mit der Luftfahrtbehörde, wo wir dann regulierend eingreifen. Und wenn die Lärmmessstellen überschritten werden, dann werden wir auch das Flugprogramm einstellen. Wir wollen natürlich hier als gern gesehene Gäste kommen und vor allem in 2 Jahren wiederkommen.